Grüß Gott, liebe Aufrufer, Vitesse de la Lumière. Die Vitesse, die Geschwindigkeit de la Lumière, des Lichts, Lichtgeschwindigkeit. Echtzeitlage hier und die Zeitungen gegenübergestellt. Und was ist bemerkenswert, da möchte ich mal darauf hinweisen, ich habe gestern die Zeitung Libération gehabt, und zwar die von vorgestern. Heute habe ich Jeudi. Wenn ich mich nicht irre, ist Jeudi Donnerstag. Also dann kommt die Zeitung hier mal einen Tag später. Jedenfalls hier steht, ce que savait Hollande. Gestern war indigné. Man hat den würdelosen, betrügerischen Finanzminister gezeigt. Der ist jetzt dahinter. Hollande hier, was hat Hollande gewusst? Und inzwischen in der Echtzeit wissen wir, der hat einiges gewusst, auch ein weiterer Minister muss gehen. Und hier in diese Zeitung ist wieder ganz voll mit diesem Thema. Und die sagt nämlich hier, nochmal, wo habe ich das gerade gesehen? Der zurückgetretene, der sagt, ich kann alle anderen Kollegen gerade angucken. Gut, ich komme aber hier nur zu dem Thema Betrugsskandal in der französischen Regierung, deshalb, weil das hier alles voll ist, während von Korea nichts drin steht, aber von dem Thema, das bei uns nun überall rumgeht, 130.000 Steuerbetrüger in aller Welt und auch viele Deutsche und so weiter, großer Skandal. Das ist in dieser französischen Zeitung überhaupt nicht erwähnt. Also hier ist der in Deutschland drohende Atomkrieg von Korea überhaupt nicht erwähnt. Das Thema der Steuerflüchtlinge ist auch nicht erwähnt. Da muss man wahrscheinlich davon ausgehen, das sind alles deutsche Themen. Und wenn ich mir das dann genauer angucke, dann muss ich sagen, natürlich, wir haben ja Bundestagswahl. Bundestagswahl bedeutet, wer kann die Kampagne so machen, dass er den Vorteil hat. Und diese Geschichte mit den 130.000 Adressen, das ist eine SPD-Nummer, ganz eindeutig. Wenn so schwerwiegende Inkriminierungen dokumentiert und auch schon überprüft sind, dann ist das keine Angelegenheit der Süddeutschen Zeitung, SPD-Verlag, hier jetzt häppchenweise mit rauszukommen, sondern dann ist das eine Angelegenheit des Staatsanwaltes. Und völlig richtig hat natürlich der Bundesfinanzminister Schäuble, das habe ich jetzt hier, Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, Freitag, 5. April. Berlin will Datenpaket aus Steueroasen. Während die SPD sich jetzt schon bemüht, aus dem Thema Steuerparadies oder Steueroasen ein neues Wort zu setzen, ihr eigenes, sie nennen das jetzt Offshore Leaks. Also so wie Vati Leaks oder WikiLeaks. Offshore, also diese außerhalb unserer Grenzen, unserer Küsten. Offshore Leaks ist natürlich Schwachsinn, weil das ist nicht Offshore, sondern das ist in anderen Shores. Aber gut, sie wollen also eine Kampagne selbst führen und wollen das selbst füttern mit ihren kleinen angeblichen, jetzt selbst in Bewegung befindlichen Recherchen. Gestern haben sie also Gunter Sachs herausgefunden, morgen finden sie wahrscheinlich Frau Müller-Wipperfürth und übermorgen, nee, so haben sie sich das gedacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das durchgeht. Die müssen diese Dokumente, wenn sie inkriminierende Beweismittel haben, dann müssen sie der Staatsanwaltschaft aushändigen und das wird auch kommen. Und was das für eine hausgemachte Steuerflüchtlingsgeschichte ist, die ausgerechnet jetzt kommt, habe ich heute im Deutschlandfunk gehört, die wissen das schon seit längerer Zeit. Sie haben erstmal still für sich geguckt, wie sie das ganze Material publizistisch in eine, ja, anders kann man es nicht sagen, Wahlkampfkampagne einpacken kann. Meine Fantasie geht so weit, dass ich mir ausdenke, also diese Großspurigkeiten mit viel Geld zu tun zu haben von Steinbrück, haben auch schon damit zu tun. Ja? Er ist der Mann, der weiß, wie man mit dem großen Geld umgeht, während dann Heimchen Merkelchen vielleicht von dem großen Geld keine Ahnung hat. Also so eine große Nummer scheint mir das zu sein. Und das ist natürlich sehr, sehr komisch, denn die Sache ist ganz einfach, wie eigentlich solche Sachen alle ganz einfach sind. Es ist eine rechtsstaatliche Sache. Der Staatsanwalt muss wissen, was den Staat betrifft und was Strafsachen betrifft und dann muss er die Materialien gucken und sammeln
Und da muss er anklagen und dann wird ein Prozess gemacht, da wird das geklärt und dann wird verurteilt. Vorher wird nicht verurteilt. Aber was jetzt wieder läuft, ist nur eine Hetzkampagne. Das ist so wie jetzt der Betrugsdoktor Gutenberg aus Amerika hier jetzt von Bild immer wieder ins Geschäft gebracht wird. Er möchte jetzt eine Diskussion über die persische Atombombe. Ja? Freier Gutenberg, Erbe-Millionär, der nichts kann, außer betrügerische Doktortitel vor der Öffentlichkeit durchzulügen und die Bundeswehr abzuschaffen, der möchte jetzt die Atombombe Irans diskutieren. Und zwar auf breitester Basis, sagt die Bild-Zeitung. Und da muss ich natürlich sagen, wie bekloppt sind wir eigentlich, dass wir vom Atomkrieg reden, wir reden von dies und das und schaffen hier eine disparate Wahrnehmungslage, wo eigentlich jede Zeitung was anderes hat. Dann muss man sagen, es stimmt alles nicht so richtig. Also was haben wir an durchgängigen Themen? Hier folgendes, und damit schließe ich dann meinen Beitrag, Vitesse de la Lumière, das hat mir am besten gefallen hier in Libération, nämlich eine Karikatur. Hier, das ist doch wirklich köstlich. Also eine Zeichnung, L'œil de Willem, das ist das Auge von Willem. Da sagt er links, je suis un menteur. Ich bin ein Lügner, sagt er. Und da sagt der andere, je te crois sur parole. Ich glaube dir aufs Wort. Haha. Das ist nämlich diese Unmöglichkeit, die wir schon kennen, wenn man sagt, alle Kreter lügen, sagt ein Kreter. Das ist jetzt hier von dem Karikaturisten eine bekannte intelligente Figur des Unmöglichen. Alle Kreter lügen, sagt ein Kreter. Wenn alle Kreter lügen, dann lügt ja auch dieser Kreter. Und nun wissen wir also nicht, lügt er oder lügt er nicht. Wenn wir sagen, er lügt, dann ist die Aussage, alle Kreter lügen, falsch, wenn er gelogen hat. Wenn er aber die Wahrheit sagt, dann hat er nicht gelogen, also haben nicht alle Kreter gelogen. Und so ähnlich ist das hier, je suis un menteur. So, der Lügner hat aber gesagt, er kann alle anderen Kollegen gerade angucken. Das wollte ich doch gerne hier noch zeigen, wo er das gesagt hat. Der Cahuzac, der alte Sack, der Finanzminister von Frankreich. Mein Französisch ist so schlecht, dass ich mich nicht daran erinnern könnte, wenn ich es nicht wirklich gelesen habe. Aber jetzt finde ich es nicht wieder. Schade, schade, schade. Gut, also ich sehe an der heutigen Nachrichtenlage, es ist uns schon wieder gelungen, ein Paket Knäckebrot an die Front zu bringen. Dieser Krieg kann nicht verloren werden, wenn es solche wichtigen Themen sind. Deshalb in einer Stunde ist im Sky TV 1. FC Köln in Kaiserslautern und da geht es ja wirklich um Spaß und den Spaß werde ich mir nicht nehmen lassen. So, schönen Dank für den Aufruf.